Eine Option, die viele unter Ihnen sehr intensiv nutzen, ist die Option der Happy-Hour-Preise. So, was ist es? Happy-Hour-Preise ist nichts anderes als eine Möglichkeit. Oder wir machen direkt ein praktisches Beispiel. Im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit, Standardpreise zu hinterlegen. In der Kategorie Staffelpreise und PVA haben Sie die Möglichkeit, Staffelmengen mit Abgabepreislisten zu kombinieren oder wie in unserem Beispiel Happy-Hour-Preise einzutragen, ein Angebot, einen Artikel mit einer Angebotsklausel zu versehen und, und. Ich habe jetzt mal was vorbereitet, unseren Testartikel 1. Wir haben Happy-Hour-Preis 1 und Happy-Hour-Preis 2. Ich habe gesagt, der Standard ist ursprünglich 20 Euro. Nun habe ich gesagt, Happy Hour sind 18 Euro und Happy Hour Preis 2 sind 15 Euro. Wie Sie ja schon wissen, sind Informationen, die Sie hinterlegen, in Wabi Profi 3 zwar hinterlegte Informationen, aber Sie müssen diese erst natürlich aktivieren. Das Aktivieren von hinterlegten Optionen oder Aktionen erfolgt natürlich über die Systemeinstellungen, Administration, Systemeinstellungen. Hier gehen wir in die Karteikarte Verkauf und nun Happy Hour. Standardmäßig sieht es so aus, dass diese Eingabemöglichkeiten deaktiviert sind und hier oben steht auch Happy Hour Zeiten für diese Kasse deaktivieren. Das heißt, durchsetzen dieses Häkchen, schalten Sie diese Happy Hour Preisoption aus. So, wenn wir es haben wollen, müssen wir das Häkchen hier rausnehmen. Dann bitte ich die nächste Checkbox genau zu lesen und zwar kassenspezifische Happy-Hour-Zeiten und Tage verwenden. Das heißt es, kassenspezifisch für diese Kasse geltend. Wenn wir hier die Kasse 1 sind, dann können Sie sagen, nur an der Kasse 1 gilt es. Wenn Sie dahingegen sagen, es gilt für alle, dann nehmen Sie das Häkchen raus. Nun machen Sie Folgendes. Sie sagen, im Netzwerk, egal wie viele Kassen das angeschlossen sind, jede Kasse trägt nun die Happy-Hour-Information. Das heißt, jede Kasse kann nun hinterlegt die Happy-Hour-Zeiten bei einem Artikel anwenden oder eben nicht. Also wenn sie hinterlegt sind, dann wendet er es an und wenn nicht, ja, dann kann er es natürlich nicht anwenden. So viel zu dem Grundverständnis. Und Sie sehen vielleicht, wenn wir hier sagen, das ist jetzt allgemeingültig, dann haben wir Dienstag und Mittwoch drin stehen von 16 bis 17 Uhr ist Happy Hour Zeit 1 und am Freitag von 19 bis 20 Uhr ist Happy Hour Zeit 2. Wenn wir sagen, nur diese spezifische Informationen für diese Kasse, dann sieht es jetzt hier anders aus, dass wir sagen, nur am Mittwoch von 16.15 Uhr bis 17 Uhr gelten die Happy Hour Zeiten. Okay. Worauf Sie vielleicht achten sollten, ist hier unten. Wabi Profi 3 kann ja verschiedene Preise abgeben. Staffelpreise, Kundenrabatte, wie auch immer, Bonuskarten und hast nicht gesehen. So, diese große Vielzahl von Preismöglichkeiten bedarf natürlich einer gewissen Reglement. Das heißt, Wabi Profi 3 muss wissen, welchen Preis er denn holen soll. Und wenn Sie bei jedem Verkauf entscheiden müssten, ob es jetzt die 10% vom Kunden sind oder eventuell ein hinterlegter Staffelpreis mit oder ohne Staffelmengen verknüpft oder ob es jetzt hier ein Angebotspreis sein soll oder ein Happy Hour, also da ist man einfach überfordert, das kann man nicht mehr handeln. Deswegen gibt es hier eine klare Struktur, die sagt, zuerst holt sich Wabi Profi 3 den Normalpreis. Dann schaut danach, gibt es für diesen Artikel ein Angebot. Das heißt, ist das Angebotsklausel gesetzt, ja oder nein? Wenn im Artikelstamm steht, dieser Artikel ist ein Angebot und kostet 10 Euro, dann werden die 10 Euro genommen und als Verkaufspreis akzeptiert und dann ist Schluss, dann kommt keine weitere Preisprüfung. Sollte ein Staffelpreis hinterlegt sein, wird der eventuell hinterlegte Staffelpreis für den Artikel angewandt. Auch natürlich, wenn Sie bei einem Kunden sagen, der Kunde bekommt die Preisstaffel 4. Dann sagt er, okay, dann nehme ich diesen Preis, insofern kein Angebotspreis vorhanden ist. Genauso ist es natürlich mit den Happy-Hour-Preisen. Ist kein Angebotspreis, kein Staffelpreis, dann sagt er, gibt es denn Happy-Hour-Preise? Wenn ja, trifft denn die jetzige Zeit auf einen Zeitraum zu, den Sie als Happy-Hour definiert haben? Wenn ja, werden diese Preise genommen. Und wenn Sie, jetzt geht es ja noch weiter, Sie können ja nicht nur sagen, ich definiere einen festen Preis, einen Happy-Hour-Preis, sondern könnten sagen, das ist mal alles viel zu blöd. Ich mache hier keinen festen Preise, das heißt, ich hinterlege nichts im Artikelstamm, sondern generell gibt es von Viertel nach 4 bis 17 Uhr gibt's 30% Rabatt.
Ja, das ist schon cool, was Sie hiermit alles machen können. Aber wir nehmen mal das Häkchen hier raus. Und jetzt schauen wir uns das auch in der Praxis an. Also wir sagen kassenspezifisch am Mittwoch. Das bedeutet, wenn wir unseren Artikel jetzt anschauen, den Artikel 1, haben wir hier 18 Euro drinstehen. Happy Hour Preis 1, Happy Hour Preis 2, 15. In der Kasse sollte jetzt nichts passieren. Wir verkaufen den Artikel und zwar zum Normalpreis. Warum? Weil wir heute Dienstag haben. Es ist zwar 16.29 Uhr, im Klartext, wir bewegen uns im Happy-Hour-Zeitraum, aber die Deklaration des Tages trifft nicht auf unseren heutigen Tag zu, denn heute ist Dienstag. Ich setze einfach mal das Häkchen und gehe raus. Nun sollte unser Testartikel 1 nicht mehr 20, sondern 18 Euro kosten. Und zwar unseren hinterlegten Happy-Hour-Preis 1. Und das ist auch genau der Fall. Okay, wenn ich jetzt sage, in den Systemeinstellungen unter Verkauf, Happy Hour, dass wir sagen jetzt mal, wir geben hier 23% auf die Happy Hour Preis 2 und Sie sollten natürlich hier bitte schauen, dass Sie keine Überschneidungen drin haben. Das heißt, wenn Sie hier oben sagen, Dienstag von 16.15 Uhr, dann vergeben Sie halt einen Rabatt. Und wenn Sie hier unten auch sagen, Dienstag von 16.30 Uhr bis 17 Uhr, also das ist, ja, das macht also dann keinen Sinn. Also das heißt, hier muss man halt einfach entscheiden. Ich sage jetzt mal hier 17 Uhr, da mache ich mal bis 18 Uhr. Und hier machen wir nun in der Happy Hour Preis 2 von 16.30 Uhr bis 22 ist jetzt zu lang. Sagen wir bis 16.59 Uhr. Okay. Dann haben wir jetzt für knappe 30 Minuten den Happy Hour Preis 2 aktiviert. Jetzt schauen wir uns das einfach mal an. In der Kasse, wenn wir jetzt unseren Artikel verkaufen, ein Stück, dann kostet er jetzt nicht mehr 20 Euro, sondern unseren Happy Hour Preis 2, den wir hinterlegt haben, sondern 15,40 Euro. So, jetzt könnt ihr sagen, ja, 15,40 Euro, stimmt es denn? Ja, es stimmt, aber aufgrund Ihrer Information, die Sie eingegeben haben. Denn Sie haben ja gesagt, in den Systemeinstellungen oder andersrum, Sie wollen Happy Hour nicht den Standard vom Artikelstamm verwenden, sondern Sie wollen generell 23% vergeben. Also hier bitte drauf achten. Hier sehen Sie schon, wenn man das Ding verwendet, dann sollte man sich für etwas entscheiden. Das heißt, wenn Sie sagen, pass mal auf, ich mache hier keine Rabattvergabe, sondern verwende den Artikelpreis, dann sollten wir jetzt für diesen Artikel 1, den wir jetzt ja neu verkaufen, nicht 15,40 Euro, sondern 15 Euro haben. Das heißt, der hinterlegte Happy Hour Preis 2. Hier merken Sie, wie komplex das Ganze ist, aber ich denke mal, Sie haben jetzt die Grundlogik verstanden. Sie können dann auch mit Happy Hour sagen, hey Kunden, von 3 bis um 4, also 15 bis 16 Uhr zum Beispiel, gibt es bei uns tolle Angebote. Und da können Sie Ihre Artikel mit Happy Hour Preisen versehen. Sie können es auch relativ leicht steuern, indem Sie in den Systemeinstellungen halt Ihre Zeitangaben bei Verkauf Happy Hour eintragen. Und Sie können jederzeit das ganze Zeug eintragen und sagen, jetzt will ich es aber nicht haben. Dann nehmen Sie das Häkchen heraus und jetzt, wenn wir unseren Artikel 1 verkaufen, haben wir unseren Standardpreis wieder drin. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis bald.